So, herzlich willkommen zu einem weiteren Video mit dem Cookit. Und heute gibt es ein etwas anderes Rezept, kein ganz normales Hauptgericht oder Essensgericht, wie auch immer man es sehen möchte, sondern einen kleinen Snack für zwischendurch. Und zwar gibt es Energiekugeln mit Erdnussbutter und Schokolade. So, dafür brauchen wir Methioldatteln. Ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen. Hier steht nochmal als Hinweis, dass diese Methioldatteln irgendwie weicher sind als normale Datteln. Man kann auch normale Datteln verwenden, aber die sollte man dann vorher einweichen. Also, zusätzlich 70 Gramm Erdnussbutter, 80 Gramm Haferflocken, 3 Esslöffel Kakaopulver, 1 Esslöffel Leinsamen, eine Messerspitze Salz und 60 Gramm Schokoladentropfen. Und in diesem Sinne fangen wir an. Universalmesser einsetzen habe ich bereits gemacht. 150 Gramm Methioldatteln halbieren, Kerne entfernen und in den Topf wiegen. Okay, ich habe mir wieder alles hingestellt, aber das mit dem Halbieren und Kerne entfernen habe ich natürlich nicht vorbereitet, habe ich nicht bis zu Ende gelesen, aber schauen wir mal, sind da überhaupt Kerne drin noch? Ja, hier ist ein kleiner Kern versteckt. Aber für einen Riesendattel so ein kleiner Kern, das ist ja interessant auch. Haben die mehrere Kerne? Ich kenne mich mit Datteln gar nicht aus, aber offensichtlich ist das nur so ein kleiner Kern, der da drin ist. Oder der Kern hier von dieser Dattel gerade war so ein bisschen verkümmert. Das kann auch sein. Ein verkümmerter Kern. So, die sind wirklich ganz schön weich. Ich hoffe, das Messer schafft es überhaupt, die zu zerkleinern. Ach, Sanna. Weil die wirklich, wirklich so auseinanderfallen und so Fäden ziehen fast schon. Naja, schauen wir mal. Ist ja ein starkes Messer. Ist ein bisschen Herausforderung für die Küchenmaschine dann wahrscheinlich. Küchenmaschine namens Cookit. So. Ich weiß auch noch nicht, Datteln habe ich zwar schon mal gegessen, aber ob das am Ende dann, oder wie das am Ende schmeckt, bin ich sehr gespannt, vor allem weil da auch so Leinsamen drin sind und so. Also es scheint schon ein sehr gesunder Snack zu sein für zwischendurch. Nichts hier so. Wir schauen einfach mal jetzt, wie viel Gramm das inzwischen sind. Fehlt noch. So, jetzt eine wahrscheinlich noch und dann sollten wir es haben. Und das ist dann aber auch alles schon eigentlich für die Vorbereitung. Man schmeißt alles zusammen in den Topf. Ah, 153 Gramm, das passt. Und dann wird am Ende nur alles geformt und dann noch in den Kühlschrank gestellt. So, ungesalzene Erdnussbutter, 70 Gramm. Ich hoffe wirklich, dass das dann am Ende nicht so eine Masse wird, die das Messer gar nicht so richtig zu fassen kriegt. Na, ein bisschen was fehlt noch. So, 72 Gramm. 80 Gramm Haferflocken.
3 Esslöffel Kakaopulver. Für den schokoladigen Kick. 1 Esslöffel Leinsamen und eine Messerspitze Salz. Messerspitze mache ich mal so. Und die Leinsamen, die werden auch mitgeschrotet von der Maschine. Ganz gesunde Zutaten. So, ich hoffe, die Samen, die liegen jetzt auch so auf dem Topfboden. Ich hoffe, die werden auch erfasst vom Messer. Deckel schließen, Messbecher einsetzen, alles mischen. Jawohl, los geht's. So, das ist beendet. Wow. Also das Ergebnis überrascht mich tatsächlich, denn diese weichen Datteln, dass die so zerhäckselt wurden von dem Messer, da bin ich erstaunt. Gut. 60 Gramm Schoko, was? Schokoladentropfen, so heißt es. Upsa. Für mehr schokoladigen Kick. Natürlich Zartbitterschokolade auch, damit es nicht den gesunden Touch verliert. Wie viel sind das denn hier eigentlich? Steht gar nicht drauf. 75 Gramm. Na gut. So, 62 Gramm, 64 Gramm. Das passt. Nochmal schließen und nochmals mischen. So, das ist schon beendet. Da hängt noch ein kleiner Schokoladentropfen in dem Loch des Messers. Das ist in Ordnung. Ja. Also alles schön zerhäckselt, muss man schon sagen. So, weiter. Und ich denke, das war's schon. Genau. Universalmesser entfernen. Und jetzt die Masse aus dem Topf nehmen und mit leicht nassen Händen in 2 cm große Kugeln formen. Ich werde es jetzt einfach mal mit einer probieren. Ihr müsst ja nicht quasi bei der gesamten Kugelschaft dabei sein. Aber das lässt sich hier auf jeden Fall formen. Das ist gar nicht so schwer. Die Masse macht sich da ganz gut, weil sie jetzt so ein bisschen auseinanderbricht. Wenn ich hier so zu sehr das rollen möchte, dann hat man hier so kleine Kügelchen. Und das war's dann schon. Die sollen jetzt 2 Stunden in den Kühlschrank und anschließend serviert werden. Und ich probiere jetzt einfach mal dieses hier. Sehr schokoladig. Das schmeckt sehr lecker. Die Datteln merkt man gar nicht so, ehrlicherweise. Also es schmeckt nicht nach der typischen Dattel. Hat so ein bisschen Biss durch die Haferflocken, die Leinsamen. Also, und ich kann mir vorstellen, wenn das schön kalt ist, schmeckt das nochmal besser. So, das war's dann schon für dieses Video und ich danke euch fürs Zuschauen. Ciao!